Liebe Schafe, kommet zu mir und lasset euch begrüßen mit der Hand auf dem Hintern. Wir wollen uns der Liebe hingeben zwischen Mensch und Tier. Moment, das hört sich sehr falsch an. Hallo, große Ringelpietz-Party. Hallo, jemand hier zufällig? Das gibt's doch gar nicht. Nicht ein einziges. Hier ist überhaupt gar kein Tier. Hier ist nichts. Hier ist viel ausgestorben. Das darf nicht wahr sein. Und die Sonne setzt sich am Horizont. Und wir haben nicht eine Kreatur gefunden. Vorhin eine Kuh, irgendwo weit in der Ferne. Aber hier ist gar nichts. Hier war früher alles voll. Natürlich. Versicherungsvertreter. Versicherungsvertreter sind hier in jeder Ecke, aber... Habe ich da überhaupt schon... Habe ich da schon ein Bett drin? Kein Bett. Nur ein Sofa zum gegen die Wand gucken. Nein! Was zum Teufel ist das denn? Och, Hannibal, du hast mich. Ich weiß es genau. Oh, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Die hängt doch jetzt die ganze Nacht überm Haus rum und guckt durch die Fenster. Das kannst du nicht bringen. Ich krieg doch Paras und ach. Ah, ein Bett. Aber es steht an der Wand. Naja, egal. Besser als gar nichts. Hey, gute Nacht. Gute Nacht. So. Die Nacht haben wir überlebt. Hoffentlich ist der Tränenmond nicht mehr im Himmel, Gott sei Dank. Da hinten Wolf. Aber keine normale Tageskreatur. Wie kann das denn sein? Hier sind keine Tageskreaturen mehr in den alten Maps drin. Wo bist du denn? Ach, da ist wieder Licht kaputt. Ich könnte die Fackel neu aufhängen, aber... So, Wölfe. Da hinten auch wieder Wölfe. Ja, ja, komm schon. Da noch mehr Wölfe. Hören sich an wie irgendwelche Obdachlosen. Hey, was hast du gegen Obdachlose? Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Guck mal, hier ist echt wie ausgestorben. Hier gibt's nichts. Woran liegt das? Da hinten ist eine Kuh. Ich erinnere mich hier an saftige Auen und Weiden und alles. Du bist schuld. Oh, 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 hier Essen. Essen, habe ich ja Platz für Essen. Essen müsste ich mal wieder mitnehmen. Hier haben wir verdorbene Augen. Die können wir später beim Optiker verkaufen, aber sonst bei Optik Records sozusagen. Naja. Mal schauen, wir gehen mal kurz zum Bauernhof und dann können wir ja später nochmal schauen. Du hast das Fleisch nicht mitgenommen. Hast du was gegen Fleisch? Nein, es ist sehr nährreich und hat viele wertvolle Proteine. Aber momentan, naja. So, hier ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Aber naja, man kommt trotzdem raureif. Und jetzt haben wir hier genau 4 von diesem Zeugs. Ich überlege gerade, haben wir Knochen dabei? Jawohl, aber wir haben keinen Platz mehr, ne? Irgendwo.
Heißt für mich, ich gehe hier mal... Honnies! Ich gehe hier mal eben rein. Und lege mal ein bisschen ab. Und zwar das, was wir momentan nicht brauchen. Hier sowas. Das roten Flash kommt auch mal weg. Die Seeds kommen weg. Das Wheat kommt. Das Wheat vor allen Dingen. Also das Weizen kommt hier rein. Wolle haben wir ja einen ganzen Leuchtturm voll. Hier Bilder können wir auch erstmal da reinpacken. Das Eisen brauchen wir auch gerade nicht unbedingt. Die Seeds brauchen wir aber. So, dann probieren wir mal was. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich Idiot. Ja, naja, dafür haben wir jetzt eine Menge Bone Meal und keine Knochen mehr. Das ist natürlich auch super. Naja, können wir halt ein bisschen hochzüchten hier alles. So, mal gucken. Na, da sprießt doch jetzt hier. Das ist doch eine wahre Pracht. Das ist doch eine wahre Pracht. Eine Pracht ist das. Eine wahre Pracht. Guck mir mal an, wie prächtig das ist. Ja, toll. So, dann graben wir jetzt hier erstmal ein bisschen. Wir sammeln erstmal ein paar Seeds ab. Lalalala. So, ist doch auch wunderhübsch hier, so. Na, jetzt hier, weg mit dir. Ich hasse Blumen. Blumen verströmen Lieblichkeit und Lieblichkeit ist mir zuwider. So, so, wie viel, muss ich gleich mal checken, wie viel Samen wir jetzt dabei haben. So, komme ich mir ein bisschen vor wie bei Bauer sucht Frau. Aber so richtig lohnt, tut sich das hier gerade nicht, die Ausbeute, ne? So, naja, wir müssen das Feld eh wieder freiräumen. Also drauf gescheißert. Und dann gucken wir mal an, wie viel Zeugs wir dabei haben. Und dann pflanzen wir hier erstmal schön was an. Huch. So, hier Rinnen... Huch, Rinnenkopf. Huch, da, so, da, 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 da. So viel werden wir auf keinen Fall zustellen können. Wie viel haben wir denn? 26, das wird doch hinten und vorne wieder nicht reichen. Na, wo ist denn hier? Da. So, 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 so. Aber immerhin ein bisschen mehr, als wir vorher hatten. Theoretisch könnte ich jetzt hier wieder Gras ausbringen, aber... So, zu die Lauge. Korn wachsen lassen, Korn sammeln, wieder neu anpflanzen, bis wir dann ein richtig schönes Kornfeld haben. Wir könnten ansonsten mal ganz kurz... Pass mal auf, das machen wir vielleicht gerade mal. Vielleicht gibt es da nämlich auch Schafe. Lauf! Lauf! Wir verlassen die gottlose Gegend hier. Ach, gucke mal. Huch. Wieder ein paar kleine Lags. Ach, das sieht jetzt auch sehr schwurbelig aus hier. Wir intrudieren den Neta, der sich ja wieder mit einer sehr großen Langsamkeit ankündigt. So, hübsch, ne? Ja, hier wie immer. Ach, da, guck mal. Die Nyan-Dinger müssen wir auch nochmal austauschen. Da schwebt mir noch was anderes vor. Oh, und was wir vielleicht auch mal machen können. Vielleicht können wir ja doch mal... War das jetzt hier so? Yo, hier war's. Was willst du denn?
Der will mich angreifen. Warum denn das? Ich will jetzt nicht wieder die Playlist wechseln, aber warum greifen die mich denn an, diese kleinen Zottelschweinchen? Habt ihr noch nichts getan, glaube ich. So, da oben kommen wir eh nicht hoch. Oh, Fleisch. Leckeres Fleisch. Hier könnte man eigentlich noch einen Gang zimmern, ne? Aber ich weiß, ihr habt alle ganz viel Spaß daran, jetzt, dass wir jetzt in den Nether gehen. Das kommt ja immer gut an. So, Pilze könnten wir mal sammeln für später. Greifen die jetzt alle an? So, voll auf der Omme. Da hinten ist noch so ein Zauberschwein. Eigentlich können wir den Soul Sand auch mal mitnehmen. So, hier müssten wir theoretisch unsere Behausung von der anderen Seite sehen. Diesen Soul Sand macht man den eigentlich mit einer Schaufel? Habe ich ja wieder ganz vergessen. Nehmen wir mal einfach mit, nur so just for fun. Wer weiß, wozu es gut ist. Und wieso bricht hier meine Framerate so dermaßen ein? Hallo, Framerate? Die Gegend kommt mir sehr bekannt vor, übrigens, aus, von neulich. So, komm, Pilze nehmen wir auch mal alle mit. Wer weiß, wann es mal wieder sowas Gutes hier gibt. So, da können wir uns vielleicht eine Pilzpfanne machen oder ein leckeres Ragout oder panierten Fußpilz. Da ist ja wirklich, die Möglichkeiten sind da ja unfassbar. So, den einen lassen wir mal stehen. Jetzt holen wir uns das Schwein hier hinten noch. Vielleicht gibt es da ein bisschen Fleisch. Hey, Schwein! Kein Fleisch, naja. Na. Tja, sonst ist hier auch nicht viel zu holen. Aber eigentlich wollte ich ja nur mal ganz kurz rüber. Ich wollte ja gar nicht hierher. Verpieseln wir uns mal wieder, nachdem wir hier gleich mal... Hopp. Eigentlich wollte ich ja gar nicht hier rumlaufen. Eigentlich wollte ich doch nur... Ach, guck mal. So, komm, holen wir uns noch die Experience Points. Na, wo kommst du denn her? So, Fleischvorräte ein bisschen aufgestockt und jetzt gucken wir mal ganz kurz rüber und schauen mal, ob wir da entweder was zum Spanken finden oder was auch immer. In der Staffel 2.